Sie reden über das, worüber oft nicht gern gesprochen wird: Mobbing im Netz. Der Bildungsverein Chan Arkadasch hat es sich zur Aufgabe gemacht, über das Thema aufzuklären und Betroffene von Cybermobbing zu unterstützen. Für den Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic, der das Projekt als Schirmherr begleitet, leistet der Verein damit einen wichtigen Beitrag, der an Schulen oft noch zu kurz kommt. Über Mobbing zu sprechen, heißt sich auch einzugestehen, dass sowas eventuell auch in seiner eigenen Institution vorhanden ist oder auch, wie gesagt, praktiziert wird. Und deshalb ist das nie ein sehr attraktives, charmantisch, sympathisches Thema, weil es schon ziemlich brutal ist. Aber man muss über das Thema reden und Mobbing tritt fast in jeder Institution auf. In den nächsten Monaten bietet Chan Arkadasch jungen Menschen und ihren Angehörigen an, sich mit Cybermobbing auseinanderzusetzen. In Seminaren, die in verschiedenen Sprachen angeboten werden, können die TeilnehmerInnen Erfahrungen austauschen und lernen, mit Mobbing umzugehen. Oft falle es schwer, erlebte Verletzungen als Mobbing wahrzunehmen, so Nadja Kurtul, Geschäftsführerin von Chan Arkadasch. Auch als wir mit den Müttern und auch mit den Kindern, die dann dabei waren, zum Teil darüber gesprochen haben, ist auch selbst uns als Einrichtung dieser Begriff Mobbing gar nicht so bewusst gewesen. Erst als sich das vermehrt hat und immer wieder Äußerungen gekommen sind, dass wirklich ihre Kinder sich im Zimmer einschließen, tagelang nur noch geweint haben, nicht mehr in die Schule gehen wollen, sich isoliert haben von ihren Freunden, erst dann sind wir wirklich hellhörig geworden, haben gesagt, nee, das ist klar Mobbing, ne? Und das ist Cybermobbing. Egal auf welcher Plattform, wer von Cybermobbing betroffen ist, erfährt diese Verletzungen im Rahmen einer großen virtuellen Öffentlichkeit. Der Schauplatz ist durch die sozialen Netzwerke größer geworden. In einem Theaterprojekt mit Schauspieler Korkmaz Aslan können TeilnehmerInnen Erfahrungen und Gefühle verarbeiten und lernen, auf Mobbing zu reagieren. Ahmetovic betont, wie wichtig es ist, dem Thema Raum zu geben. Erstmal ist es voll verständlich, dass Menschen sagen, ich rede ungern darüber, weil es auch ein Eingeständnis ist von Schwäche in ihren Augen. Aber man muss Räume schaffen, wo Menschen auch offen sagen können, was sie erlebt haben. Und das macht Chan Arkadasch zum Beispiel mit diesem Projekt. Das Projekt Gemeinsam gegen Cybermobbing richtet sich aber nicht nur an Betroffene. Auch TäterInnen können an den Veranstaltungen teilnehmen, um sich ihrem Handeln bewusst zu werden. Kurtul begrüßt es, wenn sich im Rahmen des Projekts heterogene Gruppen bilden. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie überhaupt TäterInnen sind. Also das heißt, sie machen etwas, ohne zu wissen, dass es Mobbing ist. Sie machen etwas, ohne zu wissen, dass es irgendwelche Folgen mit sich bringen könnte. Unterstützt wird das Projekt von der niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung und dem Kulturbüro der Stadt. Chan Arkadasch will Anfang März mit seinen Angeboten starten.